Der nächste Fisch, der wieder wunderbar sitzt. Ey, die hat sich verkauft wie Lachs. Guckt euch den Fisch an, Freunde. Das gibt's hier auch bei Öz. Und zwar im Lachsteig. Ja, also ich hab geschluckt, Doreen. Wieder beim Baumer. Ja. Ein Kaloschi-Moschi, Alter. Das sieht man auch richtig gut im Bild. Das ist ein richtig dicker Lachs. Freunde, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sind mal mit Volda, wollen heute drei Teiche im Test ein bisschen befischen. Und wir hatten gerade auch schon die ersten Bisse, ist heute sehr, sehr schwierig. Aber aktiv mit dem Biggie Bass habe ich jetzt einen erwischt. Und zwar auf Ghost Red Neon Gelbs. Die hängt noch dran, ich hoffe, sie kriegen sie raus. Mikrofone sind gerade aus. Oh, sie ist drin. Der erste Fisch der Session, schön auf Biggie Trout. Ich habe gerade schon mal eine dran gehabt, die habe ich leider verloren. Aber die erste ist da. Viel Spaß im Video. Jetzt geht's los. Unsere Nachbarn sind gerade gegangen, das heißt, wir haben wieder mehr Platz. Ich dachte mir, wir nehmen mal wieder die Biggie Trouts raus. Zwei Würfe gemacht, dicken Biss gekriegt. Das erste war eine kleine Forelle, der zweite ist, glaube ich, etwas besser. Kämpft auf jeden Fall sehr gut. Boah, ist das ein Stör oder? Er hat ja gesagt, er hat auch 1,5 Kilo Lachs hier drin. Ist aber nicht. Nee, aber siehst du auch. Zweitling? Nee. Ist richtig sauer, die Forelle, Freunde. Boah, ist die krass am Kämpfen. So groß ist sie denn? Nee. Schön auf dem Biggie. Ah, in Ghost Red Neon Gelb. Ja, man sieht ihn da drunter, ich zeige ihn euch gleich nochmal. Aber die nächste Forelle, ich bin glücklich. Der nächste Fisch, der wieder wunderbar sitzt. Ey, die hat sich verkauft wie ein Lachs, ne? Ich schwöre auf alles. Richtig spritzig heute mit der Kälte. Mega. Keine Mikrofone, bisschen nervig. Aber lass mal kurz festhalten. Also, wir haben auf jeden Fall beide aktiv sehr, sehr viele Bisse gehabt. Sehr viele Bisse, aber die sind so zickig, dass sie nicht richtig hängen bleiben wollen. Jeder hier am See, wir haben noch zwei andere Leute hier. Jeder fängt hier ein bisschen was, aber sie sind heute so zickig und so schwer ranzukriegen. Also ich hatte bestimmt, boah, weiß nicht, über 10 Bisse, hab davon 2 gekriegt. Ich weiß nicht, wie viele Bisse hattest du? Bestimmt auch 10. Bestimmt auch 10. Leider keinen gekriegt, weil zu vorsichtig. Aber die Biggies laufen, ne? Wenn das heute ein bisschen, ich weiß nicht, konstanter wäre oder die Fische wenigstens ein bisschen mehr Lust hätten, dann würde auch viel mehr rausgehen. Aber das ist ja erst Teich 1 von 3. Deshalb seid gespannt. Wir sind wieder im Auto drin, meine lieben Freunde. Die 2 Stunden sind um. Wir hatten zahlreiche Bisse, also insgesamt bestimmt 30 Bisse. Aber die Forellen waren so zickig, dass sie den Köder immer wieder ausgespuckt haben. Gibt's natürlich auch. Aber die eine oder andere haben wir ja wieder mit dem Biggie überlistet. Ich habe sogar passiv auch noch einen Biss gehabt. Und ja, das waren halt jetzt die 2 Stunden hier mit Volda. Jetzt geht's an den nächsten Teich. Seid gespannt. Jetzt geht's auf Lachsforelle. Angekommen, meine lieben Freunde, an Anlage Öz. Wir wollen es heute nochmal probieren an den Lachsteich. Bisher hatten wir immer richtig schlechte Bedingungen, immer heftigen Sturm, sodass wir die Angeln gar nicht auswerfen konnten. Heute ist auch richtig mieses Wetter, sage ich euch, wie es ist. Nass, kalt. Wir sind schon mega klamm, aber ich habe einfach Bock. Vielleicht haben die Forellen auch Lust. Es ist zumindest mega kalt und das mögen die Forellen gerne. Wir gehen jetzt gleich aufbauen. Bisschen passiv, bisschen aktiv angeln. Diesmal nicht mit dem Biggie Trout, wahrscheinlich mit dem Biggie Slim. Und dann mal gucken, was das trübe Gewässer so hergibt.
Mein Schatz, alles klar? So. Moin! Schön gemütlich hier wieder, wa? Hallo! Na? Ist aber ein bisschen kalt, ne? Es ist sehr kalt. So. Wo ist Utz? In der Scheune. In der Scheune. Was macht der da? Ja, der macht schon alles. Ja? Da gehen wir gleich auch erstmal gucken. Ja, hier hat man ja auch immer viel zu tun, ne? Ja. Nee, jetzt ist er ein bisschen ruhig, ne? Ja, gut, ist Winter jetzt, ne? Ja. Hier, was wollt ihr? Welches? Lachsteig. Lachsteig. Nochmal probieren. Heute Morgen war es gut. Ja? Ja. Morgen hat man, ich weiß nicht, das ist jetzt. Na, mein Schatz. Ich weiß nicht, was er jetzt. Aber die haben heute schon gefahren. Ja. Ja. Siehste. Wenn wir nichts fangen sollten, meine lieben Freunde, dann werden wir definitiv noch ausweichen. Und zwar auf unsere wunderschönen Urzeitriesen. Ich freue mich schon drauf. Ja, Freunde, angekommen an Teich 3, dem Lachsteich. Bisher noch keine guten Erfahrungen hier gemacht. Das heißt aber nichts, weil wir konnten ja nie richtig angeln. Wir waren immer nur 10 Minuten hier dran und dann schon wieder weg. Und heute wollen wir mal 2 Stunden testen. Ich sage euch, wie es ist. Wetter ist ganz okay hier, das ist diesmal nicht unsere Ausrede. Und auch, dass das Gewässer trüb ist, ist auch nicht unsere Ausrede heute, weil es hat sich auf jeden Fall verbessert, die Gewässerqualität. Und ja, ich fange jetzt erstmal passiv an. JJ, glaube ich, direkt aktiv. Weil aktiv hat es ja mit Wolde auf jeden Fall schon mal gut gebissen, da wollten sie nicht so passiv. Deshalb denke ich, dass es eine ganz gute Taktik ist. Aber ich will ihn ganz kurz entspannen, hau ihm 2 Bienenmahnen rein. Und guck mal, was so an der Oberfläche los ist. Einmal über die Hakenspitze nur, 2-mal durchstecken und nur am unteren Teil der Bienenmahne. Das ist so aussieht wie eine L-Form. Seht ihr das? So sieht das dann aus. Perfekt. Ah, ich gehe mal erstmal in eine Ecke. So, mal gucken, wa? Ein Ultrawurf. Aber reicht. Guckt euch den Fisch an, Freunde. Das gibt's hier auch bei Uetz. Und zwar im Lachsteich. Hammerteil. Richtig schönes Ding. Und geht noch größer hier auch noch. Schönes System. Kann den Fischen nichts passieren. Zack. Zack, zack. Rein mit euch. 1, 2. 3 wunderschöne Lachse. Mega. Da gehen sie dann durch die Röhre. Schupp. Und vielen lieben Dank, ne? Mann, hat sich gerade wieder ausgehakt, Mann. 2 heftige Bisse, den einen müsstet ihr gesehen haben, habe ich die Kamera ja aufgestellt. Richtig schöner Lachs, hing auch dran, aber hat sich im selben Moment oben an der Oberfläche mit so einem richtig eleganten Sprung wieder ausgehakt. Kurz darauf noch ein Biss gehabt, aber leider nicht richtig zugepackt. Was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, sie sind an der Oberfläche. Ja, Essen ist fertig, jetzt gibt es erstmal was zu mampfen, irgendwas hinter die Kiemen. Damit wir auf jeden Fall schon mal gestärkt sind für die nächsten Sessions. Denn wir gehen ja gleich noch einen Teich besuchen, wenn das hier nichts wird. Los. Futter, 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 Futter. Für die ganze Belegschaft? Oder? Ja. Hast du Biss gehabt? Nein. Schwierig, ne? Sag ja, ehrlich. Schwierig. Sehr schwierig. Aber 2 Bisse, die ich hatte, die waren schon mal sehr, sehr geil. War auf jeden Fall Oberfläche und am Rand des Gewässers. Das erinnert mich so ein bisschen an hier die Slagge zurück.
vielleicht haben wir immer noch mal Glück und machen hier eine etwas längere Session. Und dann bin ich mir auch ganz sicher, dass wir den einen oder anderen Fisch zu Gesicht bekommen. Ich habe ihn ja gerade schon gesehen. Er war ein richtig geiler Lachs auf dem Biggie Trout, aber der hat sich so wieder ausgehakt. Ich weiß nicht, wie die das manchmal machen, aber ihr kennt das wahrscheinlich. Dann sieht man das so eine Millisekunde, sieht man das in seinem Gehirn, wie er so macht. Und weg ist er. Gut aus, wa? Mhm. Meine? Das stimmt, Alter. Mhm. Mhm. Also das ist danke, machst du auch, ne? Mhm. Geil, Freunde. JJ gerade nach dem Essen jetzt reingeworfen, passiv. Ja. Ja. Gerade reingeworfen. Und zack, da haben wir einen erwischt. War ein Glück, auch eine schöne. Ja, darüber treiben. Ja, wie geil, Maus. Das freut mich übelst. Dann haben wir doch noch einen erwischt. Ja, Freunde, eine aktiv, die wir leider verloren haben. Und jetzt nach dem Essen, JJ passiv, 70 cm Bienenmade da vorne unterm Baum durchtreiben lassen. Biss. Das sind meistens die markanten Punkte. Bäume, da stehen die drunter, wie in den Wurzeln und so. Tschüss, mach noch mal. Wenn du kriegst noch einen. Das freut mich mega. Gut, dass du deine Bremse nicht brauchst. Ja, Mann, schöner Lachs. Oh, ist der hübsch, ey. Ja, Mann. Drei Bienenmaden hatte ich drauf. Auch drei? Geil, ich auch. Der Haken so groß ist, ne? Ich dachte, muss drei. Mega. Ey, wie geil ist das? Mausi, Alter, siehst du, bist auch noch belohnt hier. Göttlich, Petri-Maus. Vielen Dank. Da nochmal die Montage, zwei Piloten, 70 cm, drei Bienenmaden. Und einmal bitte fertig machen. Was geil, oder? Sei mal ehrlich, bist jetzt beruhigt? Ja. Und ich sag noch gerade, traurig, so irgendwie läuft nicht so, wie ist ein. Ja, ist klar, ist ja auch viel Geld dann drin, ne? Ja. Und dann doch noch. Wurf. Das war der erste Wurf. Schön, Maus. Erste Wurf. Ich dachte, wieso ist die Pilotkugel so komisch? Die hat sofort gebissen. Ja. Ich dachte, das geht doch gar nicht. Was macht die da? Doch. Und mal zog sie weg. Nein, mega, Freunde. Leider jetzt nicht auf die Biggies, aber wir sind mega zufrieden, weil ich muss euch eben kurz erzählen, was wir hier bezahlen. Also ihr bezahlt hier für 2 Stunden pro Person 20 Euro mit einer Rute. Das ist natürlich ein bisschen Geld, aber ja, wenn man da ein paar schöne Fische fängt, dann hat man das Ganze locker wieder rausgeholt. Und ich sage euch so, wie es ist, die Forellen und die Lachsforellen werden immer, immer teurer. Die Besitzer haben sehr viel Schwierigkeiten, das überhaupt noch umzusetzen. Viele Forellenanlagen haben mittlerweile auch schon geschlossen. Und ja, deshalb müssen wir diese Preise halt erdulden. Aber wenn man dran bleibt, dann kriegt man auch seine Fische und kann das Geld wieder rausholen. Petri Maus, ich versuch's weiter aktiv. Und dann versuchen wir noch einen Urzeitriesen zu überlisten. Yo! Ja, Mausi, dickes Petri nochmal. Ich kann's nicht oft genug wiederholen. Oh Mann, bin ich jetzt glücklich. Zeig nochmal den guten Fisch. Ah, sind schon dicke Forellen, ne? Ihr habt's ja auch gerade am Anfang gesehen. Lohnt sich auf jeden Fall. So, und du, was machst du jetzt? Aktiv oder passiv? Mach's passiv weiter? Ja, natürlich, stimmt, nochmal hier unterm Baum. Geil. Mega, Freunde. Ja, kommt hier zur Anlage Uetz, meine Lieben. Auch der Teich 3 beinhaltet super Fische, wie ihr sie gesehen habt. Und es gibt sogar einen Endboss-Gegner hier drin. Und dieser Endboss-Gegner ist über 2 Meter lang, an die 100 Kilo. Es ist ein dicker europäischer Wels. Wer den dran kriegt, ne, der hat richtig verloren. JJ da drüben jetzt mit der nächsten Forelle passiv beim Baum wieder. Mega, Freunde, mega. Schön. Lang und rang und schlank. Ja, aktiv ging leider wieder nichts. Aber ich muss auch nur rennen jetzt. Gut, Maus, schönes Ding. Ja, ein schöner Lachs. Das könnte der von gerade sein. Okay. Der ist stark, das ist ein großer. Ja, das hat der vorhin bei mir auch gemacht und dann hat er sich ausgehakt. Du bist jetzt passiv, das müsste gehen. Ja, sie hat geschluckt auf ihn. Ja, Mann, Maus. So wollen wir das sehen. Das ist ein richtig schicker Steelhead Trout. Abschlagen, präsentieren, den guten. Ja. Wieder beim Baumer. Ja, das ist so 2 Meter in diese Richtung hier. Komisch, Alter. Aber ja, ist doch top, Alter.
Boah, was ein Kaloschi-Moschi, Alter. Das sieht man auch richtig gut im Bild. Das ist ein richtig dicker Lachs. Mausi, Petri. Ich will mich schon fast wieder beschweren, dass es auf die Biggies nicht so gut klappt. Aber das ist halt manchmal so. Dafür hat Mausi jetzt passiv hier nochmal alles rausgeholt. Wir haben unseren ersten Hotspot gefunden, Maus. Wir werden definitiv wiederkommen. Also das lohnt sich ja mega, wa? In der kurzen Zeit 3 dicke Fische, fast 4. 2 verloren, JJ 2 gekriegt. Mega. Ja, aktives Angeln werden wir die Tage definitiv auch nochmal hier machen. Aber ich glaube, ich hau jetzt auch nochmal eine Passiv rein. Ich werde wohl keine mehr kriegen. Aber so fürs Gefühl. Fürs Gefühl, ne? Wir haben jetzt noch ungefähr 25 Minuten. Die nutzen wir jetzt noch und dann mal gucken, ne? Aber guckt euch den Burschen an, Junge. Freunde, die 2 Stunden sind um, aktiv, hat funktioniert, schön am Rand, schön an der Oberfläche, langsam durchgezogen, 2 schöne Bisse gehabt, einmal kurz gehakt, einmal entwischt, passiv, hat wunderbar funktioniert, JJ ihre Montage, schön an der Oberfläche mit 3 Bienenmahnen durchtreiben lassen, 2 richtig fette Lachse gefangen, die zeigen wir euch gleich nochmal, trotzdem geht es jetzt gleich weiter, wir gehen gleich an den 3. Teich und wisst ihr was, ich habe sogar was für euch, ich habe sogar eine Kleinigkeit für euch zu gewinnen und alles was ihr dafür tun müsst, ist erstmal dranbleiben bis zum Ende des Videos, dann erfahrt ihr mehr. Wir schon wieder, Freunde, also das ist unser Köder. Schöne Heringsfetzen, die bekommt ihr hier bei Uetz. Meine Route habe ich schon drin. Ich zeige euch die Montage gleich nochmal. Ihr kennt die Montage aber schon. Schön freie Leine, keine Gewichte. Nur den Haken an die Hauptschnur. Bisschen Fisch aufziehen. Und dann ist die ganze Sache geritzt. Kann man sagen, kann man die Montage hier kaufen. Das ist, glaube ich, sogar ein Vorfach von hier, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist schon uralt, das Vorfach. So geht's auch. Ein Durchlaufblei, dann eine Stopperperle drauf, ein Wirbel, kurzes Vorfach, immer an den Schonhaken denken, bisschen Fischfetzen drauf, 3 Meter rauswerfen, bis. Im Regelfall, ne? Ja. Und wie es so zuletzt immer ist? Bis. Moin. Ohne Kescher. Okay. Dankeschön. Dankeschön. Freunde, was sollen wir euch jetzt hier noch viel zeigen, ne? Wie es so zuletzt immer ist. Nochmal ein wunderschöner Fisch hier bei JJ. Gebissen auf was? Ah ja, wir haben ja nur Hering, ne? Hering, 3 Meter rausgeworfen. Die Montage habt ihr gerade gesehen. Wunderschöne Fische sind heute rausgekommen hier an Anlage Uetz. Für alles ist gesorgt. Ihr könnt euch hier Ruten leihen, ihr könnt euch hier Köder kaufen. Auch unsere Köder, die Biggie Baits, gibt es hier zu kaufen. Und ja, wenn es dann auf Forelle nicht läuft, dann kann man auf jeden Fall nochmal gescheit hier auf die Urzeitriesen gehen. Das ist so eine Kreuzung wieder. Sehr schöner Fisch. Wow, richtig geiler Stör noch zum Ende, wa? Das ist ja ein richtig schicker alter Maus. Ja, der ist hübsch, ne? Ja, Mann. Boah. Ja, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Mit dem Daumen nach oben. Ich zeige euch jetzt nochmal eben schnell euer Gewinnspiel. Schreibt was in die Kommentare, schon könnt ihr gewinnen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich muss hier eben raussuchen und dann hier zeige ich euch das. Geil. Genommen, richtig schicker Barsch. Maus! Komm, ein richtig fetter Barsch. Weg ist er! Geil, Freund gefunden. Fängt das an zu beißen. Ja, wunderbar. Maus, ich bin. Ja! Mhm. Und ja, sind 2, 3 dicke Lachse hinterher gekommen. Ja! Nein! Ich hatte den dicken Zander, Maus! Und wie es so zuletzt immer ist, diesmal kein Fisch. Ey, was vergessen, Freunde, und zwar Gewinnspiel. Und ich kann euch das jetzt auch nicht mehr zeigen. Aber was ich euch sagen kann, tippt auf jeden Fall fleißig Kommentare. Ich suche mir einen von euch aus und macht ihm eine richtig schicke, gemischte Tüte mit allen unseren Ködern fertig. Schreibt fleißig in die Kommentare und einer von euch kann es dann gewinnen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne wissen mit einem Daumen nach oben. Wir haben euch lieb. Bis dann und tschüss.